Friends. Ich bin in Berlin und treffe mich gleich mit Lara und Felice. Wir wollten eigentlich zu so einem Stadtfest hier gehen, aber irgendwie regnet es die ganze Zeit nur. Das ist ein bisschen deprimierend. Aber wir dachten, wir lassen uns die Freunde trotzdem nicht nehmen und gehen jetzt wahrscheinlich in Escape Rooms. Ist auch noch nicht so ganz sicher, weil wir ein paar mehr Leute dafür brauchen. Deswegen klärt es Felice gerade mal. Aber ich glaube, Felice holt uns bald ab und dann düsen wir los zu einem Escape Room in Prenzlauer Berg. Also ich bin die nächsten Tage in Berlin. Ich freue mich richtig, wieder hier zu sein. Ich bin auch nur ein paar Tage hier. Ich habe für die nächsten Tage noch nicht so einen krassen Plan. Aber am Dienstag gehen wir zum Jeremias-Konzert. Wer mein TikTok gesehen hat vom Open Flair, Jeremias war auch beim Open Flair und da waren wir natürlich auch bei seinem Auftritt. Und wir haben uns legit direkt nach seinem Auftritt Karten für seine Tour gekauft oder für die Tour seiner Band. Ich weiß nicht, für mich ist Jeremias der Sänger. Es ist natürlich die Band, obviously. Aber naja, ihr wisst schon, was ich meine. Auf jeden Fall haben wir uns Karten gekauft und da gehe ich auch mit Lara und Felice hin und noch einer Freundin. Da freue ich mich auch schon richtig drauf. Ich muss sagen, sein neues Album feiere ich jetzt nicht so hart. Obviously die Banger, die schon sowieso draußen waren. Alles andere finde ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Irgendwie erinnert mich das ein bisschen an so Kirchengesang teilweise. Was jetzt nicht so die Musikrichtung ist, die ich meistens höre. Aber ich lasse mich überraschen. Ich habe beim Open Flair gemerkt, ich habe wirklich, auch wenn ich die Liedertexte nicht kenne oder die Lieder auch nicht so krass feier. Ich kann mich schon in so eine Mood bringen, wo ich einfach alles feiere. Das hört sich jetzt ein bisschen weird an, aber ist, glaube ich, eine ganz gute Eigenschaft. Das sind die exciting Sachen, die ich jetzt die Tage mache. Ich muss auch noch ein bisschen arbeiten, aber daran denken wir nicht, bis es eintrifft. Am Tag nach dem Konzert fahre ich auch mit Felice an die Ostsee. Wir sind da ein paar Tage. Oh, wir gehen doch nicht in den Escape Room. Weil die Freunde, die wir gefragt haben, keine Lust haben. Ja, okay. Also ich weiß auch noch nicht, was wir heute Abend machen, aber es wird trotzdem bestimmt cool. Vielleicht machen wir auch einmal einen Mädelsabend. Gut, dass ich mich jetzt dafür schminke. Aber dann bin ich für alle Optionen gewappnet. Hatte ich gerade irgendwas erzählt? Naja, auf jeden Fall, Felice und ich fahren auch noch an die Ostsee am Mittwoch. Auch das wollte ich schon so lange mal machen, irgendwie einfach an die Ostsee und ein paar Tage chillen. Wir sind da wirklich einfach nur für einen chilligen Urlaub. Was macht man auch sonst an der Ostsee? Felice bringt auch Lina mit, ihren Hund. Und ich glaube, wir chillen einfach nur und lesen und machen ein bisschen was. Entspannt ist auf jeden Fall. Ich gehe jetzt runter, weil meine Eltern noch Essen gemacht haben. Das ist wirklich so was Geiles, wieder zu Hause sein, einfach nicht kochen müssen. War diese Kamera eigentlich schon immer so schlecht mit dem Fokus? I don't know. Das ist ein bisschen Abfuck. Naja, mal sehen. Ich packe noch schnell meine Sachen, dann gehe ich was essen und dann kommt, glaube ich, auch schon Felice und holt uns ab. Also mal sehen. Wir wissen auch noch nicht, was wir machen. Ihr werdet es im nächsten Clip sehen. Love it, how you love me electric, like you do. Love it, how you love me electric, always you. Love it, how you love me electric, electric. Love it, how you love me a lot, love me a lot, love me electric. Baby, keep the light on for me, I'm coming home. Know I got you forever, wherever I go. I feel like I'm high. Jumping through hoops, all the wishes in the world, and I wish for you. I feel like I'm dying. Oh, and I found heaven in your eyes. Tell me it's all mine, holding on too tight. You're like a neon sign in a starless night, showing up so bright. Can't get over how you talk to me, like I'm all you're ever gonna need. Seeing colors that I've never seen. I love it how you love me electric, like you do. Wir haben nämlich Pancakes gemacht und sind jetzt auf dem Weg zum Stadtfest. Wir waren gestern nicht mehr im Escape Room, weil es ausgebucht war. Dafür waren wir was trinken. Ja, wir waren in der Bar und haben da ein paar Cocktails getrunken, ein bisschen Uno gespielt und waren aber auch schon, glaube ich, da so um Mitternacht wieder zu Hause. Und Ellen wollte leider nicht mit uns Exorzist gucken. Um 23 Uhr, wir waren so neben dem Titania-Palast, das ist ein Kino hier, und da lief um 23 Uhr noch der Exorzist, aber ich habe ein bisschen Angst vor Horrorfilmen. Deswegen sind wir dann doch nicht mehr gegangen. Ich finde nämlich, ich kann Horrorfilme, glaube ich, zu Hause gucken, aber so im Kino. Aber mit uns, Ellen. Ja, aber ich glaube, ich wäre da rausgerannt, heulend. Naja, auf jeden Fall gehen wir jetzt zu dem Stadtfest, wo wir eigentlich gestern hin wollten, aber dann hat es ja die ganze Zeit geregnet, deswegen sind wir doch nicht hingegangen und wir treffen uns dann mit meinen Eltern. Und dann schauen wir mal. Schauen wir mal, was wird. Was wird. Lara ist auch am Start. Hallo. Deny all you want via text, no response. Are you still up? Still thinking of us? Can we make up? It's so hard to forget all the bad things I went on between us. You know we were better.
Samstag, ich bin fertig mit Arbeiten und gehe jetzt zum Jeremias Konzert. Ist in der Columbia-Halle und ich treffe mich da mit Lara, Felice und noch einer Freundin. Und ich freue mich schon richtig doll. Ich glaube, es wird ein cooler Abend. Das ist mein Outfit. Es ist super basic, ehrlich gesagt. Ich habe so eine schwarze, lockere Hose an. Dann unter meinem Pulli habe ich noch so ein weißes T-Shirt. Ich denke, meinen Pulli und meine Jacke werde ich abgeben. Weil es wird immer richtig heiß in so Konzerthallen. Ich habe ein bisschen Angst, dass es richtig überfüllt wird, weil sowas hasse ich eigentlich. Aber mal sehen. Also ich freue mich sehr, aber ich hoffe, es wird nicht zu voll. Ich ziehe noch meine Air Force dazu an. Einfach weil ich glaube, meistens werden die Schuhe so dreckig, dass es sich gar nicht lohnt, gute Schuhe mitzunehmen. Und meine Air Force sind sowieso schon ein bisschen abgeranzt. Aber ja, ich muss jetzt los, um meine S-Bahn zu kriegen. Ich glaube, ich nehme meine Kamera nicht mit, aber filme ein bisschen mit dem Handy mit. Ich freue mich. Als ich dann da war, habe ich Lara, Charlotte und Felice getroffen. Freunde, wir sind vereint und ready für Jeremias. Die hatten richtig Glück, die sind irgendwie an der richtigen Seite angekommen und sind in die richtige Schlange gegangen. Wir waren nämlich echt schnell drinne und standen dann auch fast ganz vorne, also relativ weit vorne auf jeden Fall. Am Anfang war noch Rosengarten als Voreck da. Jetzt nicht, aber ja, habe ich mitgenommen. Nach dem letzten Lied vor der Zugabe sind Felice und ich aber schon mal die Jacken holen gegangen, weil es war so warm da vorne. Es gab gar keine Luft mehr und es war so eng. Und wir haben dann die Jacken geholt und sind einfach rausgegangen und haben da noch die Musik weitergehört, weil man hat es von draußen auch gehört. Das war richtig toll. Und dann haben wir noch auf Lara und Charlotte gewartet und haben uns verabschiedet. War echt ein richtig schönes Konzert, auch wenn ich wieder gemerkt habe, dass Konzerte auch ein bisschen abfuck sind irgendwie. Also die ganzen Leute, die da sind und dann drängeln alle und es ist gar keine Luft so nach einer Stunde, nachdem man da drinnen ist, mehr da. Und schon cool, aber ich könnte es glaube ich auch nicht jede Woche machen. Macht man ja auch normalerweise nicht, aber ja. Felice holt mich gleich ab und dann fahren wir an die Ostsee. Deswegen würde ich das Video hier erstmal beenden. Aber ich vlogge natürlich direkt weiter, weil wir an die Ostsee fahren. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bye!